Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum dritten Part von Alien Isolation. Und jawohl, Leute, ich glaube, jetzt geht's langsam richtig los hier. Im letzten Part haben wir das Alien das erste Mal zu Gesicht bekommen, wie es den Axel, nicht mehr so gut hinterlassen hat. Wir haben es ja gesehen, es hat den Arm... Kann man das aufmachen? Ja. Hä? Oh, wow! Da kann man sich so verstecken, ist ja krass. Der hat den irgendwie in die Lüftungsschacht reingezogen und... Ja, war schon ziemlich krass gewesen und die Spannung am Ende war auch auf jeden Fall vorhanden. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auf jeden Fall weitergeht. Was kann man hier machen? Ah, das sind diese Kätzchen, glaube ich. Nutzen Sie Neuverkabelungen, um Systeme in umlenkende Bereiche ein- und auszuschalten. Systemteile in begrenzten Stromversorgung sprechen aus, den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Modus zum Einsenden der Karte auf der rechten Seite auf der... Position von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in die neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevas Pools System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Okay. Okay. Das heißt... Hier befinden wir uns doch jetzt, oder? Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Lautsprechersystem, instabiles System aktiv. Zeig mal, will das mal ausprobieren? Ah, da können wir nichts machen, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe es einfach noch nicht verstanden. Raum wechseln mit Tab. Ah, da können wir die verschiedenen Sachen hier... Ah, jetzt verstehe ich es. Systemstromversorgung ein Ausschalten mit E. Ich glaube, da können wir in den verschiedenen Sektoren, können wir jetzt hier genau den Lautsprecher zum Beispiel ein- und ausschalten und instabiles System. Das weiß ich noch nicht, was das heißt. Ich werde mich noch damit auseinandersetzen. Entschuldigung, dass ich auch immer das drücken muss. Ich werde mich auf jeden Fall noch damit auseinandersetzen, um zu gucken, was das bringt alles. Aber jetzt möchte ich erstmal hier weiterkommen. Transit rufen. Ah, das sind die einzelnen Züge. Okay. Crouch. Wir befinden uns hier. Ah, sehen wir auch gerade den Auftrag hier. Gehen Sie zu der Kommunikation. Exakt gesagt, die Kommunikation befindet sich im Systemturm. Im Systech-Turm. Finden Sie einen Weg dorthin. Transitturm. Das wäre hier. Genau. Das bedeutet, wir müssen das Ding hier benutzen. Aber das ist ausgeschaltet. Stimmt's? Ja. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Da müssen wir hin. Kein Strom. Aber wir können erstmal abspeichern, das ist gut. Das ist immer gut, meine Freunde. Ja, bitte abspeichern. Da kann man sich schnell verstecken. Also vielleicht müssen wir wirklich was mit den Dingern hier machen. Ich möchte diesen Sektor hier. Instabiles System. Bringt das was, dass ich das an- und ausschalte? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube, ich stelle mich noch ein bisschen dumm an. System wählen, Taste bewegen. Instabiles System. Aktiv. Zeig mal her. Hat das jetzt was gebracht? Ich dachte, dass ich damit vielleicht irgendwie jetzt Strom irgendwie auf das umlenken kann. Aber nein. Okay. Ich möchte nicht einfach woanders hinfahren. Wenn wir nicht in die Richtung... Ah, oh, warte mal, ich gehe mal hier hoch. Wenn wir gar nicht da lang müssen. Sicherheitszugangsgenerator. Da kommen wir nicht einfach rein. Ist nicht schlimm, Leute. Was ist das für ein Geräusch?
Da kann man sich schnell verstecken. Ich dachte gerade, da unten steht einer. Haben wir noch unsere... Oh. Können wir den durchsuchen, ne? Schrott. Ladungspack und ein Medikit. Wow. Keine schlechte Ausbeute hier. Ich denke, wir müssen erstmal hier lang. Wir müssen irgendwie den Strom wahrscheinlich aktivieren, dass wir den Transit nehmen können zu dem Turm. Ah, wir sind auf einer anderen Seite jetzt, oder? Nee. Ah, ich bin ganz dumm einmal hier so im Kreis gelaufen. Also dann laufen wir nochmal auf der anderen Seite hoch. Und gucken, was wir da zu finden haben. Abgespeichert habe ich. Schauen wir mal, was es hier gibt. Zugangscode benötigt. Habe ich nicht. Plasmaschneider benötigt. Den kriegen wir, glaube ich, erst später, wurde mir gesagt. Okay, hier können wir auf jeden Fall lang. Zum Verstecken halten. Ich will noch mal schnell gucken, ob es hier vielleicht wieder noch irgendwas zu holen gibt. Nee, keine Leichen. Okay, dann gehen wir da lang. Zeig mal auf der Karte. Ja. Ah, das ist aber, glaube ich, nur ein Raum. Aber vielleicht gibt es hier irgendwas zu holen. Hier ist nichts. Ja. Nehmen Sie den Aufzug zu Sejins Communications. Oh Mann, hat die mich gesehen? Steh doch auf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kommt die mir nach? Nö. Glück gehabt. Sind die... Verdammt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, weißt du, das ist aber wieder so richtig typisch. Hier läuft so ein scheiß Alien auf dem Raumschiff rum und die Menschen, ja? Die haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig über den Haufen zu ballern. Sag mal, sind die denn vollkommen eigentlich Na, ich sag gar nichts mehr dazu. Das ist wieder mal so richtig typisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so wäre sogar. Anstatt, dass die sich alle, das sind ja keine Ahnung, wie viele sind das, 100 Leute oder so, dass die sich alle zusammentun und das Vieh auseinandernehmen. Das geht. Das kann man machen. Man kann die töten. Ich habe die Filme gesehen. Im schlimmsten Fall rufen sie halt einen Predator, der denen hilft. Scheiße, da kommen wir nicht lang. Hier ist keiner mehr. Okay, gut. Haben wir hier irgendwas? Nee. Ah, warte, hier ist noch was. Anton. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegs in ein Schiff sendet. Ein Zugangsgenerator. Gesehen. Sie haben versucht, einen Sicherheitsmechanismus für den Vorsprung zu umgehen. Echt komisch. Er hat etwas in seinem Mund. Er sieht aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Scheiße, das hat sich jetzt gerade ein bisschen überlappt. Tut mir leid. Ein Zugangsgenerator haben wir gefunden. Jetzt müssen wir eine Datenzelle brauchen wir. Okay. Wir werden sie finden und töten. Ah, da hinten sind die, guckt. Sie war unten. Scheiße, die suchen mich. Ja, sollen sie mich doch suchen. Verdammt! Die laufen hier überall rum, aber auch. Kommen wir da rein? Nicht, gell? Ich brauche so eine Zelle, eine Datenzelle. Hey, hat das noch jemand gesehen? Oh, scheiße. Hey! Oh, übertreib doch nicht so! Scheiße, Mann, der ist da oben. Nein, 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 nein. Verdammt. Nein, noch ein Schuss, ich bin tot. Ah, Mann. Was sind das für Bastarde, ey? Oh. Wäre ich richtig sauer, wenn ich das sehe. Wo haben wir abgespeichert?
Ah, hier. Okay, ja, wir müssen gerade hier hoch. Das war hier gewesen, ne? Wir sollten uns nicht gerade erwischen lassen. Dann suchen die uns auch nicht. Wieso sieht denn die mich? Guck mal, die war am Arsch von der Welt gewesen. Leute, hier drüben, hier ist jemand. Folgt ihr uns hier runter? Nee. Oh shit, ich glaube, ich hab, Ah, von dem fehlt uns noch eins. Verdammt. Ja, ich würde das aber gern nehmen. Hä? Drücken zum Bauen. Ah, ich will es nicht bauen, ich will es nehmen. Ich habe ja ein Medikit. Ah, hier, erhalten. Wir brauchen jetzt aber erstmal noch mal dieses Gerät, was wir das letzte Mal gefunden haben. Das lag beim Aufzug da hinten. Aber wir brauchen noch vorher diesen. Schnell. Genau. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Genau. Datenzelle finden, um das Gerät. Ja, ich muss dieses Gerät reparieren. Wo sind die? Das ist sicher da oben. Verdammt, wo sind die denn? Hier lang, sie war. Scheiße, die haben mich gesehen. Nein! Als ob! Komm schon, Datenzelle. Hier ist keine. Nein! Ich stelle mich gerade ganz dumm an. Nein! Gerade hier 10 Leute da irgendwie, keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich im Arsch. Super. Was soll ich denn machen jetzt? Ich kann mich hier nirgends verstecken. Ja, super. Nee, ist richtig unfair, was sie da machen. Ich bin eine unbewaffnete Frau. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Komme ich hier rein? Nee, geht nicht. Und hier? Geht natürlich auch nicht. Warten, bis sich die Lage beruhigt hat. So wie ich den kenne, kommt der sicher jetzt hier hoch, oder? Scheiße. Der ist immer noch da. Ein paar Sekunden später. Ja, keine Chance, Mann. Die ballern einfach auf mich drauf, wie so, als hätten die nichts Besseres zu tun. Okay. Als ob! Als ob! 2000 Jahre später. So Leute, endlich. Ey, ich habe jetzt eigentlich alle umgelegt und bin irgendwie 1000 Mal gestorben. Einer ist noch da hinten und ich hoffe, wir schaffen den. Okay, ich sehe die Runde, die er läuft. Wir müssen da ein bisschen versteckt drüber gehen. Wir kriechen am besten mal hier lang. Ey, ich glaube, ich habe sicher 20 Minuten, eine halbe Stunde jetzt gebraucht gehabt, um jetzt endlich die ganzen Leute zu erledigen. Ich hoffe, dass jetzt nicht einer von hinten noch irgendwie kommt. Der ist aber, glaube ich, drüben auf der anderen Seite. Ist hier irgendwas zu holen? Nee. Der guckt in meine Richtung, gell? Scheiße. Mann, er soll rüber auf die andere Seite gehen. Wenn
Wenn der da rauskommt, könnte ich den kaputt schlagen. Jetzt! Das ist meine Chance. Los! Ich könnte schwören. Ich glaube, das waren alle. Leute, wir haben echt. Oh, wir haben alle umgelegt, endlich. Scheiße, yes! Wow, ich habe viel zu lange gebraucht dafür. Ohne Scheiß. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch. Ich hoffe, dass alle hinüber sind. Was haben wir hier? Was unser Auftrag war gewesen? Gehen Sie zu blablabla. Hier, Datenzelle finden. Genau, die brauchen wir. Ich dachte gerade... Ah, hier in dem Bereich... Hier in dem Bereich ist die, oder was? Oh, es wird einem sogar angezeigt, wo man die finden kann. Okay. Bitte, kann ich jetzt hier irgendwo abspeichern? Okay, hier noch nicht. Ich hör's doch piepen. Da kommen wir nicht rein. Nicht gut. Ich habe was gehört. Und das hat sich nicht gut angehört. Mann, lass mich doch irgendwo abspeichern mal. Da drüben kann ich abspeichern. Los, 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 los. Hey. Endlich. Und die Datenzelle ist die hier auch irgendwo? Nicht schlecht, den können wir gebrauchen. Schlüsselkarte. Ist das das, was wir gebraucht haben? War das die Datenzelle nicht, gell? Durchsuchen Sie den... Nach der Datenzelle... Ah, nee, noch nicht. Wir müssen hier hin. Durchsuchen Sie den Text nach der neuen Datenzelle. Okay. Leute, ich glaube, an der Stelle muss ich aber den Part langsamer beenden. Ich glaube, der zieht sich jetzt schon wieder viel zu lang in die Länge. Viel zu lang in die Länge. Ah, mit der Schlüsselkarte komme ich hier rein. Wie gesagt, ich glaube, ich werde an der Stelle den Part langsam beenden müssen. Weil wir sonst, Ah, da kann man die Tür zumachen, genau. Weil sich der Part sonst viel zu lange in die Länge zieht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich ungefähr 10.000 Mal gestorben bin. Aber ich werde das natürlich jetzt im Nachhinein dann alles ein bisschen cutten. Und vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich rede schon wieder viel zu schnell. Habt einen schönen Abend, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.